Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen, ihr Lieben, zurück zu Dark Souls. Und wir sind immer noch natürlich in den Ruinen von Neulondo, eigentlich auf der Suche nach einem, ja, nach einem Leuchtfeuer. Irgendwo muss doch ein Leuchtfeuer sein, oder? Denke ich mir so. Was wir hier gefunden haben, ist eine Nebeltür, aber Leute, da gehen wir jetzt noch nicht rein. Wir gucken uns hier noch weiter um. Ich will erstmal gucken, ob wir irgendwo ein Leuchtfeuer finden, und wir haben hier noch längst nicht alles angeguckt. Deswegen latschen wir jetzt einfach mal ein Stückchen zurück. Genau, da war die Kiste. Ja. Dann gucken wir uns das Gebiet einfach mal an. Hier machen so viele schwarze Ritter rum, die nicht ganz ohne sind. Die sind ein bisschen unangenehm. War ich da unten schon? Ich glaube, da unten war ich schon. Was ist das da drüben? Ist das auch ein Ritter? Mal gucken. Und dieses Gebiet mündet erstaunlicherweise im Drachental. Das fand ich total überraschend. So, wir gucken weiter. Weiß nicht, ob ich hier schon überall war. Ich glaube, hier waren wir auch schon. Weiß nicht, ob ich hier irgendwie weiterkomme. Ja, hier waren wir schon. Genau, da waren wir schon. Klar, da liegt eine Leiche. Hier waren wir schon. Jetzt bloß nicht irgendwo runterfallen. Das haben wir alles schon angeguckt. Komme ich hier irgendwie weg oder muss ich durch die Nebelwand? Muss ich durch die Nebelwand, um hier weiterzukommen? Ich will jetzt eigentlich noch nicht gegen irgendeinen Boss kämpfen, und in letzter Zeit waren die Nebelwände immer Bosse. Hier war irgendeine widerliche schwarze Masse drin, die magische Köppe gespuckt hat. Naja, ihr habt es ja gesehen, so. Tja, ich habe den Eindruck, wir müssen durch die Nebelwand durch, Leute. Ich gehe jetzt einfach durch. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir eine andere Option haben. Na gut, wir könnten da runterspringen. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Aber da müssen wir doch irgendwie hinkommen. Da gehen doch Treppen runter. Da gehen doch Treppen runter. Da müssen wir doch hinkommen, oder? Wo sind die Treppen? Wo habe ich jetzt die Treppen gesehen? Sehe ich sie von hier aus auch? Hier ist Wasser. Kann ich durch das Wasser warten? Ich traue mich nicht so recht. Lass mal gucken, kann man durch dieses Wasser warten? Doch, da kann ich warten. Ich nehme aber trotzdem, damit ich dann flinker bin, nehme ich den rostigen Ring. Falls da noch einer von diesen schwarzen Rittern kommt. Die sind mir ein bisschen unangenehm. Okay, also wir können durchs Wasser warten. Das ist ja schon mal was wert zu wissen. Waren wir hier schon? Ist das jetzt die gleiche Nebelwand oder eine andere? Ich glaube, das ist eine andere. Scheiße, wie viele Nebelwände hat es hier denn? Och, du Jessers. Ah, ich sehe ihn. Ich sehe dich. Viel Schaden. Oh. Au, 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 au. Au, au. Eieiei. Aber du bist auch gleich hinüber. Komm her. Mach schnell viel Schaden. Ih, da ist nochmal so eine Scheißmasse. Heil dich hoch. Ist das eklig. Oh. Wollte ich eigentlich gar nicht. Jetzt versuchen wir es halt mal, wie es aussieht, wenn wir es einfach angreifen. Direkt angreifen. Oh, das hat Leben, das hat Leben, das hat Leben ohne Ende. Jippa! Ja, okay. Der hat immer... Oh, wie sehen wir denn aus? Das ist nicht schön. Was immer es ist eklig. Heil dich hoch.
Was war denn das? Heil nochmal. Hat der zwei Köpfe gespuckt? Also da muss man aufpassen, die sind unangenehm. Die sind sehr unangenehm. So ein Leuchtfeuer wäre fein. Jetzt habe ich meine innere Kraft mal wieder verschwendet. Brauchst du... Okay. Bist du getreten? War wohl nichts, ne? Okay. Nochmal ein grauer Brocken. Das ist natürlich fein. Okay, wie viel Nebelwände hat es hier denn? Ja gut, die innere Kraft, die hält jetzt länger an, weil wir ja unser Dings geskillt haben. Unser Dings. Unsere Pyo. So ein Leuchtfeuer wäre keine schlechte Idee. Da höre ich wieder was dribbeln. Jetzt ist die innere Kraft weg. Jetzt teilen wir uns wieder hoch. Wie komme ich da hoch? Wahrscheinlich da vorne links oder rechts rum. Aber mich würde es nicht wundern, wenn es hier noch solche Ritter hat. Sag ich doch. Jetzt hat sein Tritt geklappt. Weil ich dich nicht gleich gesehen habe, mein Freund. Aber jetzt bist du hinübergekommen. Oh, da habe ich wieder Schaden gefressen. Doof. Ja, so ein Leuchtfeuer wäre eine feine Sache. Ich glaube, ich muss über kurz oder lang hier durch irgendwelche Nebelwände. Na gut, man hört sie zumindest dribbeln, wenn sie kommen. Menschlichkeit nehme ich gerne. Ach Gott, Leute, was für ein Labyrinth. Da wissen wir doch schon, was passiert. Ich gehe jetzt mal da hoch. Ich wette, dass da oben einer steht. Oder nochmal so ein Ekelbatzen. So ein schwarzer Ekelbatzen. Na, die kommen wenigstens nicht aus Wänden. Ein Feind? Nimm mal das Fernglas. Ne, ich glaube nicht, oder? Es bewegt sich auch nicht. Leute, hier finde ich doch nie wieder raus. Wenn ich da jemals drin bin. Ach du Scheiße. Oh je, 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 je. Okay, jetzt sind wir hier oben. Ist da noch irgendwas zu finden? Wir gucken einfach mal. Total verlaufen hier. Puh. Ach Leute. Irgendwann müssen wir durch irgendeine Nebelwand treten, glaube ich. Dann weiß ich nicht, was passiert. Ich denke, wir sollten in jedem Fall den Ring anziehen. Ach, waren wir hier nicht schon mal? Das ist eine Kiste. Ne, hier waren wir noch nicht. Gut, mit der Kiste wissen wir ja, was wir machen. Keine Mimik. Ach, jetzt weiß ich. Das ist die Kiste, die wir gesehen haben, als wir gekommen sind. Riesenglut. Wow. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Das ist ja auch schon mal ein Stück weiter. Ich weiß, wo wir sind. Das sieht mir doch eigentlich aus wie Boss Area, oder? Nee. Okay, dann latschen wir hier wieder zurück und gucken, ob wir auf der anderen Seite noch hochkommen, dass wir da
wo dieser leuchtende Körper ist, vielleicht noch hinkommen. Scheint ja momentan kein Feind da zu sein, der uns irgendwie in den Rücken fallen kann oder so. Waren wir denn hier schon? Oh Mann. Da geht's runter. Ich bleib erstmal oben. Hol erstmal die Beute. Seele eines Ritters. Hat's hier wirklich kein Leuchtfeuer? Kann das sein, dass das so beknackt ist wie auch im Dings? In der Kristallhöhle, wo es auch ewig kein Dings gab? Ja, kein Leuchtfeuer. Man dann doch relativ weit laufen musste. Ich weiß nicht, wo ich jetzt bin. Rechts ist Wand. Puh. Da ist der Aufzug oder ein Aufzug. Wo komme ich damit hin? Nur mal gucken. Ist es der, den wir vorhin, also in der letzten Folge, geöffnet haben? Dann sind wir jetzt im Drachental quasi. Ne, ich glaube nicht. Das muss ein anderer sein. Um Gottes Willen, Leute. Wo zum Henker sind wir gelandet? Ach, das ist da. Okay, jetzt weiß ich. Da sind wir. Alles klar. Ich weiß auch, welcher Aufzug das ist. Und ihr wahrscheinlich auch. Das ist der Aufzug, wo wir immer die Geister erschlagen mussten. Ziemlich am Anfang. Tja, mein Gott, da musst du dich erstmal mit vertraut machen hier, mit dieser Umgebung. Und wo kommen wir hin, wenn wir die andere Seite rauslaufen? Okay. Von wo komme ich denn jetzt? Ich habe keinen Plan, ey. Von da sind wir gekommen. Wir sind die Wendeltreppe runtergekommen. Jetzt gehen wir mal da unten durchsuchen. Ein Leuchtfeuer. Ist hier irgendwo ein Leuchtfeuer? Hallo? Na, hier waren wir doch auch schon. Oh Mann, Leute. Orientierung. Kann ich euch nur sagen? Orientierung. Waren wir hier auch schon? Ich habe keinen Plan. Ja, da sind wir durchgewartet. Okay, und hier hat es jetzt verschiedene so. Jetzt fasse ich mir einfach ein Herz. Und nehme mal diesen seltenen Ring der Opferung. Und geh da einfach mal durch. Und dann gucken wir mal, was da dran los ist. Ob da ein Boss ist. Oder ob wir... Das ist fies. Aua, was ist denn das? Wow. Oh, ist das böse. Das ist fies. Da gehst du durch die Nebelwand und dann haut dir gleich einer was entgegen. Graue Brocken. So, dann heil mal. Na, zumindest ist es kein Boss. Aber dass der mir gleich eins entgegenhaut, ist ja schon mal übel. Trittst du durch und kriegst gleich mal auf die Schnauze. Okay. Ein stolzer Krieger. Komm schon. Ich nehme mal den Schlangenring. Vielleicht droppen die mir noch ein paar graue Brocken. Wenn dann noch welche da sind. Von den Viechern. Oder von diesen schwarzen Rittern. Wo bin ich jetzt?
Ah, okay. Gut. Dann weiß ich. Dann sind wir hier am Eingang vom Drachental. Da sind die kleinen Drachen, die Blitzspucker. Hier könnte ich jetzt mit dem Aufzug, da vorne, oder? Genau. Ja, aber die Blitzspucker lasse ich mal in Ruhe. So, dann mal hier rum noch. Kommen wir da irgendwo hin? Sieht mir nicht so aus. Tja. Leute, ich habe keine Ahnung. Also mir scheint, als gäbe es hier kein Leuchtfeuer. Das ist natürlich doof. Und ich habe auch schon überhaupt keinen Plan, ob wir jetzt hier schon überall waren. Totale Orientierungslosigkeit. Jetzt sind wir wieder hier. Ach, da drüben waren wir auch noch nicht. Da haben wir den einen Ritter abgeschossen. Komme ich da durch? Ah, siehst du? Ja. Kiste. Und wie können wir gefahrlos öffnen? Also rennen wir mal darüber. Wieso habe ich bloß noch 4 Seelen? Ich habe keine Ahnung. Oder 4 Menschlichkeit? Ich weiß es nicht. Hat der mir Menschlichkeit abgezogen? Oh. Ja, den haben wir ja schon erledigt. Genau. Dich haben wir schon erledigt. Und nochmal ein grauer Brocken. Der scheint eine Menschlichkeit auszusaugen. Wenn der einen so. Ja, als wollte er einen hypnotisieren. Dann holt er sich Menschlichkeit, glaube ich. Können wir denn da auch laufen? Ich weiß es nicht, ey. Ich weiß es nicht, kann man da laufen? Puh. Guck mal, ob eine Treppe runtergeht. Nee, das ist, glaube ich, zu tief. Ich glaube nicht, dass wir da laufen können. Das sieht mir zu tief aus. Da saufen wir ab. Das will ich jetzt nicht wagen. Also gehen wir wieder nach da oben. Da war doch noch irgendwo eine. Eine Nebelwand. War das hier? Oh Gott, ich habe völlig die Orientierung verloren, hey. Ja, da sind die Drachen wieder. Ja, hier waren wir. Ja, klar waren wir schon hier. Irgendwo hat man doch noch eine Nebelwand. Ja, da ist er doch. Ob wir jetzt einfach mal da durchlaufen? Ich frage mich halt, ob wir jetzt diesen Ring anziehen müssen. Ich ziehe ihn mal an. Ermöglicht Abgrundstreiten. Ich weiß nicht. Ja. Ich könnte es natürlich auch anders machen. Ja, passt mal auf. Das machen wir jetzt anders. Das machen wir jetzt anders. Jetzt sind wir einfach feige. Nee, aber dann sind alle Feinde wieder da. Das muss ja jetzt auch nicht sein. Ich gehe da jetzt rein. Hört, ich gehe da jetzt rein und dann guck mal, was passiert. Okay.
kein Leuchtfeuer weit und breit, das ist ja doof. Abgrund schreiten. Die vier Könige. Okay, also es geht zumindest nach unten, das sieht tendenziell nach Abgrund aus. Würde ich denken, sonst mache ich mir mal eine Zigarette an. Ich finde das hier. Ich mache mal das Eisenfleisch vorsichtshalber. Den Ring haben wir an, oder? Ja. Können wir mal lesen, was da steht. Nochmal. Dieser Ring symbolisiert den Bund des Ritter Artorias mit den Bestien des Abgrunds. Genau wie Artorias ist sein Träger in der Lage, den Abgrund zu durchschreiten. Okay. Dann durchschreiten wir das jetzt. Okay. Alles klar. So. FFX zockt. Jetzt muss ich an dich denken. Du hast mir geschrieben, es gibt eine Stelle im Spiel, wo man sterben muss und wo man sehr viele Seelen hat. Ich vermute mal, dass das die Stelle jetzt ist, oder? Oh Mann. Sollen wir einfach mal todesmutig reinspringen? Acht Flakons Hammer, das ist gar nicht so schlecht. Ich gehe da jetzt. Ich hoffe, dass es die Stelle ist. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Ich spring da jetzt runter. Weil du hast es mir ja in den Kommentaren geschrieben, Lukas. Der Abgrund. Okay, und wo schreite ich jetzt hin? Hallo? Da sind Feinde. Oh! Wieso mache ich bitte keinen Schaden? Das eine ist ja durch den Abgrund zu schreiten, was anderes ist, keinen Schaden zu machen. Wo bist du? Jetzt bin ich nah genug dran, glaube ich. Hau drauf und heil dich nochmal, heil dich. Und dann hau drauf. Hau drauf, Jolina, hau einfach drauf. Komm, auf. Ja, hau drauf. Hau drauf, hau drauf, hau drauf. Okay. Okay, da ist noch einer. Oh, du bist noch viel übler. Ich hau jetzt einfach drauf. Nimm Regeneration, genau. Grüne Blüte, hau drauf. Und heil dich. Ah, heil dich. Na, Gott sei Dank kann ich hier heilen. Das wäre es jetzt noch, wenn ich nicht heilen könnte. Und heil dich. Ah, schlag zu, schlag zu, schlag zu, schlag zu. Ah, ich verflixe, ich habe kein Schild. Okay, also. Oh, wow. Ich bin nicht nah genug dran, verdamm ich aber auch jetzt aber. Und nimm das Schild, verdamm ich. Am besten heilst du dich nochmal. Heil dich. Wieso geht mein Schild immer weg? Verdamm ich. Jetzt aber. Ja, jetzt ist das Schild schon wieder weg. Ich glaube, ich spinne. Okay. Heil dich vorsichtshalber. Da ist noch einer. Ja, vier Könige heißt's. Also, wir greifen an. Und hau drauf. Meine Seelen habe ich ja noch. Heil dich. Heil dich. Heil dich. Und jetzt hau drauf. Nimm noch eine grüne Blüte. Ja, genau. Grüne Blüte nehmen und draufhauen, 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 draufhauen. Jetzt haben wir sie gleich, jawohl. Yes. Okay. Auch dieser Bosskampf war jetzt so hochgelevelt, wie wir sind. Alles andere als schwierig. Wir mussten nicht mal unsere. Ihr habt gesiegt.
Ein Leuchtfeuer. Und viermal Menschlichkeit. I love it. Gibt es sonst irgendwas hier? Nee, bloß das Leuchtfeuer. Und dann entzünden wir das Leuchtfeuer. Oh, jetzt gibt es aber Seelen hier ohne Ende, hey. Jetzt können wir doch zweimal oder dreimal aufsteigen. So, pass mal auf. Kondition, Beweglichkeit. Ja. Gott sei Dank. Das war jetzt fein. Das war aber nicht sehr schwer. Komm. Nehmen wir mal die Seele eines Helden. Dann werden wir noch ein bisschen leveln. Haben wir noch einen Held? Dann haben wir viermal. Okay, Seele Wendelin, Wächterseele. Da würde es mich interessieren, was man draus machen kann. Bedeutender Held muss jetzt nicht sein. Wir nehmen den stolzen Ritter. Und nochmal einen stolzen Ritter. Dann sollten wir noch eine Stufe leveln können. Dann nehme ich wieder Ausdauer, glaube ich. Komm, stolzer Krieger. Sind wie viele? Das gab jetzt ordentlich Seelen. Jetzt mal gucken, können wir schon aufsteigen? Nein, wir können noch nicht aufsteigen. Ja, nicht kleckern, sondern klotzen. Hätte ich gleich mal so machen sollen. Komm, wir nehmen den Ritter. Dann sollte es reichen. Oder? Ich habe nicht genau geguckt. Jetzt reicht's. Kondition oder Beweglichkeit? Ich nehme Beweglichkeit. So. So, und dann Ausrüstung reparieren. Dann haben wir eine neue Glut gekriegt. Riesenglut. Kann ich da jetzt diese Riesensachen machen? Oder verbessern? Welchem Schmied geben wir das? Ja, guck mal, wir können unser Blitzbalderschwert könnten wir verbessern. Rüstung, können wir da was machen? Nein, da brauchen wir einfach Funkeltitanit. Okay, jetzt ist die Frage, wo geht's hin? Ich glaube, wir werden mal gucken, ob wir mit Fram. Weil hier gibt es ja jetzt, glaube ich, nichts mehr, oder? Wir können uns nochmal kurz umgucken, aber das sieht einfach nur schwarz aus hier. Okay, dann kehren wir zurück an den Feuerbandschrein. Yep. Jetzt haben wir ja alle vier Seelen im Gepäck. Sollen wir mal mit Fram sprechen? Das heißt, hier werden wir kurz... Genau... Gut, wahrscheinlich pennt er wieder. Ich finde es doof, wenn er pennt. Logan ist immer noch nicht da. Nee. Keine Ahnung, wo der jetzt ist. Oder wo das Zwiebelmännekieken steckt. Siglinde. Und wo deine Jungfer ist, weiß ich auch nicht. Ach, der schläft wieder. Oh, sometimes I lose. Große Heilung. Hm. Eine Aufladung ist ein bisschen wenig, oder? Nein. Wir kommen mit den Flakons gut hin. Also, wir brauchen nicht mehr. Ja, Backgestenmenü, genau. Fram, wie kann ich dich denn aufwecken? Hallo? Mein Freund? Hallo. Ich will dem nicht schon wieder einen Pfeil geben. Das ist so... Ich komme mir schlecht vor. Was ist, wenn er sauer wird? Gott, wie wecke ich den denn auf? Das ist ja echt eine gute Frage. Wie wecke ich den auf? Wir teleportieren nach Anor Londo, komme ich nicht mehr, oder? Doch. Okay.
obwohl das Leuchtfeuer aus ist, komme ich trotzdem noch hier hin. Jetzt gehen wir mal zum Schmied. Und vielleicht können wir bei ihm ein bisschen Funkeltitanit kaufen. Oh, ich glaube, ich habe nicht zurückgedreht. Kann das sein? Das wäre doof. Oh, verdammt. Ich glaube, ich habe die Brücke nicht zurückgedreht. Nachdem wir bei der guten Finstersonne Wendelin waren. Doofi. Ja, kommst du wieder, Aufzug? So, dankeschön. Und jetzt geht's nach unten. Ich glaube, dieser Schmied verkauft Funkeltitanit. Jetzt haben wir unsere Bluten über so viele Schmiede verteilt, dass ich gar nicht mehr weiß, welcher Schmied jetzt eigentlich was kann. Ja, es ist nicht da. Es ist nicht da, das ist doof. Okay, dann müssen wir es anders machen. Wo sind meine Heimkehrerknochen? Dann kehren wir kurz zurück. Ja, will ich. Oder komme ich jetzt... Ne, da habe ich ja nicht gerastet. Dann lassen wir uns zum... Genau... Teleportieren, Finstersonne, Wendelin, das geht doch irgendwo, oder? Kristallhöhle, Katakomben. Finstermondgrab, Kammer der Prinzessin ginge auch. Kristallhöhle. Da kann ich mich nicht hin katapultieren. Altar des Grabesfürsten, was ist denn das? Weiß ich gar nicht mehr. Finstermondgrab, genau. Da will ich hin, weil da kann ich, glaube ich, das Ding wieder hochdrehen. Ja. Okay. Da kann ich es wieder hochdrehen. Genau. Na gut, dann hat uns das halt eine Heimkehrerknochen gekostet. Das ist zu verschmerzen. Dass ich hier keinen Händler finde, außer den... Das finde ich schon merkwürdig. Wenn ich ehrlich bin. Das kann doch fast nicht sein. Was übersehe ich hier? Ja, jetzt müssen wir wieder nach oben gehen, oder? Ja, oder sie uns so drehen, dass wir zum Schmied kommen. Ja. Wenn wir da runterlaufen, kommen wir wohin? Lass mal gucken, wo kommen wir da eigentlich hin? Ach, ich glaube, ich ahne es. Da, wo uns die Bogenschützen abgefangen haben. Glaube ich, oder? Oh, dann sind wir da jetzt wieder bei den... Ja, da sind wir hier. Nö, da will ich nicht nochmal hin. Da kann ich mich auch hin teleportieren. Nach Ariamis, so ich das haben wollte. Ich schlage mir da jetzt noch eine Menschlichkeit rein, Leute. Dann haben wir 5. Ist gut für mein Schwert. Und den Abgrundstreiter brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Was nehmen wir? Nehmen wir wieder das böse Auge. Okay. Dass es in Anor Londo keinen Händler gibt? Nur den Schmied? Soll ich das echt glauben? Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich was übersehen habe. Ah. Ja, zum Beispiel, dass man da runterfallen kann, Frau Horn. Also irgendwie wäre es ja cool, wo geht eigentlich dieser Hebel hin? Wenn ich den jetzt drücke, bewegt sich nicht. Tja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so immer laufen müssen. Irgendwie finde ich das befremdlich.
Ich würde gerne mal an euch vorbeikommen, ohne dass ihr mir Schaden macht. Einfach nur zum Schmied laufen. Einfach nur zum Schmied laufen. Ach, ihr könnt mich mal, ehrlich. Ich will nur einkaufen. Blödes Volk. Gott sei Dank mache ich mittlerweile so schnell so viel Schaden, dass die relativ schnell Geschichte sind. Komm schon. Okay, der andere bleibt da friedlich. Dann können wir mal den Schmied fragen, die und die Riesen Blut bringen. Hallo. 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 Oh, der will die gar nicht haben. So, wir können mal gucken, was wir machen können. Finstermond, Zinnbeschleuniger. Manusbeschleuniger. So, hast du Funkeltitanit? Du hast Funkeltitanit. Aber es ist recht teuer. Du willst die gar nicht, die Glut. Okay. Das wundert mich jetzt. Du willst diese Glut nicht haben. Das überrascht mich. Ich habe doch noch die Riesenglut, oder? Habe ich Halluzinationen? Da, Riesenglut zur Waffenveredelung. Zur Waffenumwandlung erforderliche Glut. Eine riesige Glut von bester Qualität wird von den Schmieden von Astoria bearbeitet. Zur Umwandlung von Standardwaffen plus 10 ermöglicht Verstärkung auf plus 15 ähnlich den legendären Waffen. Und welcher Schmied bitte kriegt die? Er kriegt sie nicht. Gute Frage. Du kannst mit dieser Glut nichts anfangen. Hallo, Forge Strong. Okay. You come, I forge. We talk. You good friend. Oh, das freut mich. I very happy. Das finde ich gut. Okay, ich glaube dann. Ja. Werden wir jetzt mal ganz kurz unsere. Sag's mir schon, unsere Schmiede abklappern. Ich hoffe nicht, dass es der in den Katakomben ist. Weil bei dem weiß ich gar nicht, ob ich ihn wiederfinde. Ach, da könnten wir uns auch nochmal in diesen Sarg legen. Kommt mir mal gerade so. Ach, Mann. Thymenerv. Komm, lauf einfach weg. Genau, und dann fahren wir das Ding wieder nach unten und rennen von dem Leuchtfeuer dann. Zum Feuerbrandschrein, gehen zu dem Schmied am Feuerbrandschrein runter. Wenn es der nicht ist, gehen wir zum Schmied am Glockenturm. Ach so, ja, ich mach ja schon. Und wenn der es auch nicht ist, dann müssen wir runter in die Katakomben. Dann ist es vielleicht der. Der hat ja, glaube ich, schon die Chaosglut genommen. Tja, ein Leuchtfeuer verloren, eins wieder gewonnen, eins dazu gewonnen. Hier. Also gut. Wir teleportieren uns zum Feuerbrandschrein. So ist es. Und gehen runter zu dem magischen Schmied. Der hat ja schon, glaube ich, die
die Magieglut genommen. Ah, nicht darunter fallen. Das wär's gewesen. Aufzug dürfte nicht da sein, oder? Ich denke eher nicht. Ja, genau. Ich habe keine Ahnung, ob wir in den Ruinen von Neulondo jetzt alles gesehen haben. Wahrscheinlich eher nicht. Ich muss irgendwann nochmal nach optionalen Gebieten suchen. Gott, sind schon wieder 40 Minuten, aber ich will jetzt wissen, ob es einer von den Schmieden ist oder ob ich wirklich wieder in die Katakomben muss. Weil ich kenne sonst keine Schmiede, ich kenne bloß die vier. Ruinen von Neulondo. Tut mir leid. Weil das sieht jetzt schon ganz anders aus. Da können wir mal gucken, ob es irgendwo leuchtet. Tja. Okay, wir gehen zu dem Schmied. Hallo. Hey, hang on. Is that an ambulance? Yes. Oh, I'm sorry. We at Vinheim don't deal in shoddy embers like that. Okay. Perhaps you should try an old smith out in the country. Och, da muss ich in die Katakomben runter. Wenn der sagt, was macht denn der Zauber? Der macht Magieschaden. Genau. Come back soon. Smithing helps soothe my nerves. Wenn der sagt, Schmied auf dem Lande, Leute, dann ist es der Schmied in den Katakomben. Und ich denke, da gehen wir dann in der nächsten Folge hin. Dann legen wir uns auch nochmal in dieses Grab. Und gucken, ob irgendwas passiert. Man muss wohl scheinbar eine Weile drin legen, damit was passiert. Wobei ich jetzt nicht sicher weiß, ob da noch was passiert, nachdem wir schon relativ weit im Spiel fortgeschritten sind. Wir gucken einfach. Jetzt war ich gerade unsicher, dachte ich, stürze da wieder ab. Dann kloppen wir uns also wieder durch die Katakomben. Machen wir in der nächsten Folge, oder? Genau. Machen wir in der nächsten Folge, ihr Lieben, da kloppen wir uns nochmal durch die Katakomben und gucken, ob wir da jetzt diesen Schmied auf dem Lande, also diesen Schmied in den Katakomben nochmal finden. Da muss ich dann auch die Waffe wechseln, das darf ich nicht vergessen. Da brauche ich die göttliche Keule. Genau, kann ich die eigentlich noch verbessern? Gerade mal gucken. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, die kann man bloß bis... Oh, nee, kann ich nicht. Okay, ihr Lieben, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss!